Hi. Uah. Ja, bin jetzt hier schon knapp 7 Kilometer gelaufen. Hallo erstmal. Ich nehme euch heute auch mal wieder so ein bisschen mit, viel mehr. Beziehungsweise ich rede jetzt einfach mal ein bisschen in die Kamera. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Uli. Hi. Ich bin der Gründer vom Schrebenrenner. Und ja, das ist eine Marke. Dahinter hängt auch so eine kleine Firma und so weiter. Aber es tut jetzt erstmal nicht zur Sache, sondern ich wollte heute einfach nochmal ein bisschen erzählen über ja, die Ultramarathon-Vorbereitung. Das geht ja jetzt auch bald los. Ich spreche da schon die ganzen Wochen drüber, letzten Monate sogar schon. Ja, und der Trainingsplan steht, so viel kann man sagen. Jetzt geht es natürlich weiter, dass wir ja, bald richtig ins Training einsteigen. Jetzt am 28.12. habe ich nochmal einen Test, wo das Neujahr dann startet, das neue Jahr. Und ja, Ende des Jahres mache ich wahrscheinlich auch noch ein Video in den nächsten Tagen. Das ist am 30. oder 31. kommt dann auch noch mal eins raus, wo ich auch noch mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lasse. Moin. Ja, muss hier gerade mal einen Jogger vorbeilassen, wo ich das Jahr jetzt noch mal Revue passieren lasse. Da sind natürlich solche Sachen nicht mehr so ganz möglich, dass man einfach mal so anhält und einfach mal ein paar Minuten in die Kamera spricht. Ja, damit mache ich mal das Training eigentlich ein bisschen kaputt. Ich weiß, fühlt sich so an. Genau. Aber das ist auch nicht so schwer. Also, was soll ich Ihnen heute mal erzählen? Also, ist so ein bisschen so ein Gesabbel-Video. Letzten Wochen waren ja wieder viele Tipps. Im Sommer waren ja viele Halbmarathon-Tipps auch zum Beispiel. Und nächstes Jahr geht es dann halt mit dieser Ultramarathon-Vorbereitung los. Da ist erstmal ein halbes Jahr weg, kann man sagen. Also nur für dieses ganze Thema, auch auf dem YouTube-Kanal. Aber ich werde das so verpacken, dass ich halt immer Tipps gebe. Es geht auch viel um Athletiktraining tatsächlich. Da möchte ich gerne mehr machen, weil ich bin sonst immer ein Fitnessgänger gewesen, also Fitnessstudio und so, viel Fitness gemacht. Und die letzten anderthalb Jahre habe ich das halt schleifen lassen. Auch aufgrund des Projektes hier. Ich habe da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Sehr viel am Schreibtisch dann gesessen. War weniger laufen, aber auch viel weniger Fitness machen. Also fast gar nicht mehr. Und das merke ich jetzt auch langsam und das tut mir überhaupt nicht gut. Aber das wird ja mit meinem Personal Trainer jetzt abgestellt. Und das wird ziemlich gut, denke ich. Also der Trainingsplan, der wird jetzt am 28. da nochmal konkretisiert. Dass wir auf das Athletiktraining nochmal ganz spezifisch drauf gucken. Auch die Schwimmeinheiten, die normalerweise anstehen, ja, ist ein bisschen schwierig, das umzusetzen. Aber ja, müssen wir mal gucken, was wir da alternativ machen können. Die Förde wollte ich jetzt nicht gerne springen, mit dem Neopren oder so. Meine Frau hat da eher so Angst, dass ich absauf. Ja, müssen wir mal gucken. Ist auf jeden Fall sehr spannend, das Ganze. Und da freue ich mich natürlich schon total drauf. Euch das alles zu zeigen, wie man das richtig macht, aber ich möchte auch da was anmerken. Macht das bitte nicht nach, ne? Also so ein halbes Jahr, so eine harte Vorbereitung zu machen. Dann müsst ihr schon jahrelang da mal Sport gemacht haben, wissen, was ihr tut. Gerade jetzt die Laufeinsteiger, die zuschauen, macht das nicht. Fangt einfach erstmal an zu laufen. Boah, jetzt ist es aber ganz schön matschig. Und macht da einfach mal, ja, noch nicht so viel, ne? Also das müsst ihr noch nicht machen, dass ihr jetzt einfach sagt, okay, ihr lauft jetzt einfach mal 100 Kilometer. Ich mache das jetzt auch nicht, das ist kein Pappenstiel. Das ist für mich eine sehr, sehr große Herausforderung und das ist auch Extremsport. Ja, das muss man sagen dazu. Weil das geht nicht einfach so, dass man ad hoc 100 Kilometer laufen kann. Ja, also der Trainingsplan, das ist richtig heftig. Das werde ich auch jede Woche dann entsprechend dokumentieren auf dem YouTube-Kanal. Und da ist auch meine Empfehlung jetzt, folgt mir da auch gerne auf Instagram. Da gehe ich auch ein bisschen mehr in die Story rein, mache auch mal ein Instagram Live vom Training, was ich da so mache. Also sehr, sehr informativ. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Den Link, den hatte ich jetzt hier auch teilweise mal eingeblendet. Jetzt blende ich ihn auch nochmal ein. Also folgt mir da gerne. Da sind ja mittlerweile auch schon fast 6000 Abonnenten drauf oder Follower. Und viele, viele gucken auch zu tatsächlich. Das sehe ich auch immer an den Impressionen und so. Es sind schon mehrere tausend Leute, die da zuschauen. Das ist schon krass. Macht Spaß, macht Laune.
Und ja, ist auch langfristig halt angelegt, das Ganze, ne? Das Projekt auch und so, was daraus nachher mal wird. Das wird man nachher sehen. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Also ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen, also wahrscheinlich morgen oder übermorgen, übermorgen, mal gucken, darüber dann nochmal sprechen. Nochmal detaillierter, ne? Da mache ich nochmal so eine Rückschau, sag ich mal. Nochmal ein bisschen ausführlicher als das, was ich sonst immer mache, um euch da einfach mal so einen Ausblick zu geben, was eigentlich das nächste Jahr auf dem Kanal passiert, auch beim Projekt passiert. Ich guck gerade, da hinten ist jemand. Und was wir da so machen. Ja, ich bin da nicht mehr alleine vor. Hab ein bisschen Unterstützung und das sieht man auch langsam. Ja, also da passiert richtig was. Ja, und da hat man nicht so eine halb hässliche Webseite oder sowas, sondern da ist was Vernünftiges am Start. Genauso wie die ganzen Produkte und Dienstleistungen. Ich teaser das jetzt auch einfach mal an. Es sind noch ein paar Plätze frei beim Laufcoaching. Das mache ich natürlich auch noch nebenbei. Einige fangen auch tatsächlich erst ein bisschen später an. Und das ist auch nicht nur etwas, wenn du sagst, ich möchte meine Bestzeit verbessern, Wettkämpfe anstreben, das ist im Moment ja sehr schwierig, sondern du kannst auch was für deine Gesundheit tun, abnehmen. Ja, das ist ja auch bei mir jetzt gerade ein großes Thema. Ich möchte jetzt auch ein paar Kilos abnehmen. Das werde ich natürlich auch entsprechend dokumentieren. Und dann kannst du dir das direkt mal aus der Praxis anschauen, wie das überhaupt funktioniert. Wie jemand das wirklich geschafft hat, mit dem Laufen abzunehmen und aber auch mit dem Athletiktraining und so weiter. Ja, und nicht irgendjemand, der angefangen ist mit dem Laufen und guter Läufer ist, aber noch nie in der Situation war, dass er mal abnehmen musste. Ja, das ist dann nochmal, ja, für euch vielleicht dann sehr interessant, dann nochmal sowas zu sehen. Wenn euch das interessiert, bucht gerne einen Termin bei mir, sprecht mal mit mir, könnt ihr euch das gerne mal anschauen, was wir alles so machen. Freue ich mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Ja, ansonsten, der Trainingsplan steht. Soweit. Am 28. geht's los, dass ich da nochmal so ein Probetraining mache. Vielleicht nehme ich das auch ein bisschen auf, mal gucken. Dann zeige ich das auch am 30. vielleicht, am 31. Genau, und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ist ja die Weihnachtszeit jetzt. Und genießt es. Folgt mir gerne auf Instagram, wie gesagt. Freue ich mich drauf. Oder freue ich mich drüber. Und wir sehen uns. Euer Uli. Ciao.